Hey Leute, herzlich willkommen zurück auf Ragnarok. Und ja, die heutige Folge enthält viele verschiedene Sachen. Wir werden reisen, wir werden Tiere fangen, wir werden weiterbauen und wir werden einiges an Action erleben. Aber ja, ich will nicht zu viel verraten. In der Folge erfahrt ihr auch, was das hier hinter mir ist. Ja. Ich wünsche euch viel Spaß bei der Folge und man sieht sich. Hey Leute, ich melde mich mal für einen kurzen Zwischenbericht. Ich muss nämlich was zeigen. Also, ich habe das ja vorher nicht gewusst, als ich mir die Location hier ausgesucht habe. Aber die ist echt geil, die Location. Also, man weiß ja, es ist immer was schwierig, an Zement zu kommen, beziehungsweise man muss den immer selber herstellen und so. Aber glücklicherweise findet man den auch in Biberdämmen. Und ich habe jetzt hier, ja, 20 Meter von meiner Base entfernt, bin ich hier die Flüsse abgeflogen, weil ich da eben einen Biberdamm gefunden habe. Und ich habe jetzt hier in 5 Minuten bestimmt 6 Dämme oder so gefunden. Insgesamt über 500 Zement eingesammelt. Also da habe ich jede Menge Ressourcen gespart. Nur indem ich hier einmal rumfliege, ein paar Minuten was einsammle. Und ja, die Biber werden wohl aggressiv, wenn man was aus ihren Dämmen rausnimmt. Also auf den Kampf sollte man eingestellt sein. Ja, aber nur mal als Tipp nebenbei. Echte Zementquelle, diese Biber. So. Und da es gerade Nacht ist, ja, werde ich jetzt ein bisschen rumfliegen und Drops einsammeln. Weil nachts kann man die sehr gut sehen. Ich fliege mal ein bisschen höher. Aha, super, Vorführeffekt. Leider sieht man jetzt gerade gar keinen. Doch da hinterm Berg ist einer. Aber ja, nachts kann man am besten die Drops sehen. Und darum gehe ich immer nachts auf Jagd nach den Drops, um da vielleicht ein paar gute Items abzustauben. Gut, ich fliege jetzt erstmal ein bisschen rum. Und dann sehen wir uns wieder. So, jetzt ist die Nacht auch schon so gut wie vorüber. Ich habe einiges an Drops eingesammelt. Und ja, die Wüste, die ist ja neu dazugekommen beim letzten Update. Und ich muss sagen, die ist echt riesig. Oh, ein Giga. Was bist du denn für ein Level? Level 50. Dieses Ding ist. Oh nein. Oh nein, was für ein Pech. Meine Ausdauer ist leer. Fuck. Lauf. Oh nein. Oh nein, es ist getötet worden. Und jetzt ist er hinter mir her. Scheiße. Dabei wollte ich euch nur die Burg da zeigen, die ich gerade gefunden habe. Oh Mann. Okay, ich versuche die Sachen wieder zu bekommen. Weil die ganzen Sachen, die ich von den Drops eingesammelt habe, waren im Inventar von dem Vogel. Scheiße. Oh nein. Da vorne liegt der Beutel. Ich versuche ganz schnell die Sachen zu packen und wegzulaufen. Oh fuck, 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 fuck. Lauf doch! Oh Mann. Oh, meine ganze Rüstung ist kaputt. Oh Mann! Ja, ich habe die Schwierigkeitsoptionen sind ein bisschen angepasst, darum bin ich noch nicht tot. Aber bald bin ich's. Scheiße. Oh mein Gott, wie komme ich denn zu Fuß nach Hause jetzt? Oh, ich versuche da reinzulaufen, vielleicht kann er da nicht hin. Oh mein Gott! Ach Mann, ist das ein Pech. Mein Vogel ist tot, scheiße, der kann durch. Und jump! Aber hier kannst du nicht durch. Oh. Okay, abgehängt. Oh Mann. Scheiße. Nein. Nein! Oh, bin ich denn vom Pech verfolgt? Meine Güte. Ja, okay, Leute, das war ein Fail. Aber zum Glück habe ich die Sachen wieder. Oh nein!
Ich laufe erstmal weg und wenn ich zu Hause bin, melde ich mich wieder. Ich muss flüchten, scheiße, ey. Ja, also aus der gröbsten Gefahr bin ich erstmal raus. Ich bin von einigen Dinos verfolgt worden. Ich bin jetzt ungefähr auf halbem Weg Richtung Heimat. Und ja, ich glaube, auf dem Weg nach Hause sollte ich mal beim Friseur vorbeischauen, so wie es aussieht. Ja, leider habe ich einiges an Items verloren, was ich leider nicht retten konnte in der Hektik. Aber ja, wie man sieht, meine ganze Rüstung ist kaputt. Aber ich konnte das hier retten, einen Bauplan für einen überragenden Dedicurus-Sattel und eine überragende Kettensäge. Der schnellste Weg, einen Baum zu fällen. Ja, das ist cool. Das Item kenne ich bisher noch gar nicht, weil auf der Island Map gibt es das nicht. Ich glaube, ursprünglich ist das vom DLC Scorched Earth. Das ist ja dieser Wüstenplanet oder wie man es nennen soll. Und ich denke mal, da es hier auf der Map auch eine Wüste gibt, gibt es hier auch die Engramme von Scorched Earth. Ja, und da habe ich jetzt eine überragende Kettensäge. Die werden wir auch direkt mal ausprobieren, wenn ich zu Hause bin. Oh Mann, ey, ist das ein Trip. Weiter geht's. Endlich wieder zu Hause. Home sweet home. Ja, Haare sind auch geschnitten. Jetzt kann man wieder unter Leute gehen. Ja, und da die Rüstung kaputt ist, machen wir uns jetzt eine bessere. Und zwar die Flak-Rüstung. Zwischen letzter Folge und jetzt habe ich jede Menge Eisen gefarmt. Hier 900 Barren. Und da stellen wir uns jetzt erstmal eine gute Rüstung her. Und dann passiert uns das beim nächsten Mal nicht nochmal, hoffe ich. Ich meine, okay. Es war natürlich auch ein saumäßig blödes Pech, dass genau über dem Giga meine Ausdauer leer wird vom Vogel. Weil das Blöde an Vögeln ist, wenn die Ausdauer leer ist, dann müssen die landen und sich erholen. Ja, und das ist eben passiert. Scheiße. So. Moment, jetzt nehmen wir noch die Sachen, woraus das hergestellt wird. Das ist Fasern, Leder und Metall. Zack. Und dann gehen wir mal hier an die Upgrade Station und gucken, was wir da noch rausholen können. Zack, zack, zack. So. Upgrades. Ah, das sieht doch schon gut aus. Man sieht auch jedes Mal, wenn ich ein Upgrade mache, dass hier die Rüstungswerte ansteigen. Aber ja, da wir ja nicht gegen andere Spieler spielen, sind die Rüstungswerte eigentlich uninteressant. Wichtiger ist eigentlich die Haltbarkeit der Gegenstände. Oh, das braucht aber eine Menge Metall. Und da ist es alle. Jetzt zum Beispiel hier, die Haltbarkeit ist jetzt gestiegen auf über 1000. Das ist schon Wahnsinn. 1750, alter Schwede. Ja, auf jeden Fall haben wir jetzt eine bombenmäßige Rüstung. Und damit werden wir einige Kämpfe durchstehen können, glaube ich. So, ja, die Axt kann ich ja jetzt auch wegtun, da wir die tolle Kettensäge gefunden haben. Hier ist sie. Hohoho. Und damit werden wir jetzt erstmal zum Test direkt einen Baum abholzen. Ich gehe mal ein bisschen weiter weg, weil ich will die Bäume in meiner Nähe stehen lassen, weil die schick aussehen. So, komm mal her, du Baum. Mal sehen. Alter Schwede. 7000 Holz aus einem Baum. Das ist mal eine krasse Verbesserung. Ja, krass. Kettensäge lebe hoch.
Zieh mal unsere neue Rüstung an. Na? Habe ich zwei Hosen gemacht? Bin ich blöd? Ich habe zwei Hosen gemacht. Und dafür keine Brustplatte. Toll. Fail. Ja, gut. Dann habe ich überhaupt noch genug Eisen, um eine zu machen? Oder ist hier noch eine? Nee. Na gut, dann machen wir uns noch so eine. Leider haben wir jetzt nicht mehr genug Metall, um die abzugraden. Aber ja, das ist verschmerzbar. Der Rest der Rüstung ist so gut. Wo ist Rüstung? Da. Aber die so lange in die Truhe. So. Schick, oder? So kann man doch wieder unter Leute gehen. Oder unter Dinos. Gut. Oh Mann. So Leute, ich bin wieder mal unterwegs auf der Karte. Ja, ich bin auf der Suche nach einem Ersatz für unseren Vogel. Bis jetzt bin ich aber nicht fündig geworden. Aber dafür habe ich da vorne diesen tollen Drachen entdeckt. Und den versuchen wir jetzt mal umzubringen. Aber wir brauchen ja immer noch die Drachenmilch. Wyvernmilch, damit wir unseren eigenen Wyvern großziehen können. Scheiße, ich treffe nicht. Komm schon. Ja, Treffer. Ah, der ist verdammt schnell. Ich freue mich schon, wenn wir unseren eigenen haben. Oh Mann. Gut, dass er irgendwie eher auf Mammut steht. Wahrscheinlich, oha, weil da mehr Fleisch dran ist. Oh, wie oft muss man den jetzt treffen? Meine Güte. Komm her. Ja. Treffer. Daneben. Komm schon. Treffer. Oh Mann. Wie viel Leben hat er denn? Na komm schon. 1900. Ach komm. Drei, vier Pfeile, dann ist das wie tot. Treffer. Treffer. Scheiße. Oh, was geht ab mit diesen ganzen Mammuts? Treffer. Komm, noch ein, zwei Pfeile. Treffer. Immer noch nicht tot. Komm schon. Ah, der ist schon sehr blutig. Oh, 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 oh. Yep. Endlich. Keine Milch? Ach so, das ist ein männlicher. Ja, das weiß ich jetzt gar nicht, ob man. Kettensägenmassaker. Schwefel ist da auch fallen. Ja, scheiße. Keine Milch bekommen.
Ja, dann muss man wahrscheinlich einen weiblichen Wyvern töten. Scheiße. Okay, Leute. Ich werde weiter nach einem guten Ersatz für unseren guten alten Petranodon suchen. Ja, wenn ich einen gefunden habe, dann melde ich mich wieder. Bis denne. So, Leute, ich bin endlich fündig geworden. Es ist zwar kein Max-Level, aber 145 ist auch nicht schlecht. Den fangen wir uns jetzt erstmal. Nein, daneben. Da haben wir dich auch schon. Und down ist er. Okay, jetzt säubern wir erstmal die Gegend. Da vorne ist was Böses. Lass den Affen, Mann. So, weg mit dir. Sonst noch was? Da hinten ist ein Rex. Raptor. Weg mit dir. Mit dir auch. Ich will nämlich nicht, dass unser schöner Flugdino von irgendwem gefressen wird, wenn wir hier am Zähmen sind. So. Alles bereinigt. Sieht so aus. Jetzt brauchen wir noch lecker Fleisch. So. Oh, coole Farben mit Lila und so. Einmal Fleisch. Und Appetizer. Los geht's. Du, geh mal weg hier. So, mal schön die Gegend beobachten. Tent 75%. Komm, erst noch ein Stück. Was bist du für ein Level? 15. Ja, wir begnügen uns erstmal mit dem hier. 145 ist super. Na komm, ess noch eins. Bams. Ja, benennen tun wir ihn später. Erstmal bringen wir ihn nach Hause. Level 217, das ist schon eine starke Verbesserung im Vergleich zu vorher. Gut, ab nach Hause. Bis gleich. So, Leute. Wieder zurück in der Base. Hier hat sich, man sieht es noch nicht, einiges getan. Ich habe hier eine zweite Hatchery gebaut, die schon angefangen hat, Eier zu sammeln, weil die hier ist voll. Und ja, der Grund dafür ist, ich habe unterwegs Honig gefunden. Und endlich ist die Nanny da und funktioniert. Ja, so werden wir bald 100% geprägte Dinos haben. Das wird eine feine Sache. Die werden viel stärker sein und alles wird besser. Alles wird besser. Ich habe auch das Gehege ein klein wenig verändert. Also hier wird in Zukunft das Schlüpfen stattfinden. Und, ah ja, der Vogel, den wir eben gefangen haben, den habe ich auch schon ein bisschen aufgelevelt. Und auf Wunsch meines ersten Abonnenten habe ich ihn Kackvogel genannt. Ja, und jetzt warten wir noch. Sobald hier die Eier voll sind, werden wir eine riesen, riesen Schlüpffolge machen. Aber das kann noch dauern, also 40 Eier müssen da noch rein. Dann haben wir insgesamt 100 Eier. Und dann wird hoffentlich eine Mutation dabei sein. Ja. Ich habe mir auch überlegt, ich werde schon mal anfangen auf dieser Seite des Hauses. Also ich glaube, ich werde das Haus noch ein bisschen erweitern, dass man hier, ja, hier so eine Art Treppe oder was hat, so einen zusätzlichen Eingang noch. Und hier vorne zwischen die Bäume werde ich dann so ein, ja, ein Gewächshaus hinbauen, damit wir auch unsere eigenen Sachen anpflanzen können. Ja, mit dem Treppenbau
Fangen wir jetzt einfach mal schon an. So, erstmal nehmen wir das weg, was da noch im Weg steht. Zack. Na, wo haben wir denn die ganzen Sachen? Ach, hab ich ja schon in die Kurzwahl reingelegt. So. Einmal das. Dann machen wir da eine Rampe dran. So habe ich mir das überlegt. Und so. Und dann von der Seite. Ja. So, jetzt switchen wir die Rampen noch um auf Treppe. So. Ja, das gefällt mir schon ganz gut. Dann kommen da noch. Na, so. Komm. Wie? Warum? Hallo? Ach komm, das sieht doch scheiße aus. Ach, manchmal nervt das Spiel mich. Warum will er das jetzt nicht machen? Moment, ich probiere mal was aus. Vielleicht kann ich ja. So. Ich konvertiere das mal in normale Holzgeländer. Vielleicht klappt das ja dann. Nein, natürlich nicht. Ach, dieses Spiel. Okay, versuchen wir es anders. Nerv mich doch nicht. Weg damit. Weg damit. Weg damit. Damit, dann machen wir die Rampe auf diese Seite. Oh. So. Und wehe, das funktioniert jetzt nicht. Was hat das Spiel nur gegen mich? Ich weiß es nicht. Aber so kann man das schon eher lassen. Das andere sah ja schrecklich aus. Wo ist meine Fackel? Da. Soll ich da noch was drunter machen? So eine Art. Ja, eine Stütze muss da schon drunter. Sonst sieht das ja total unstabil aus. Habe ich noch was hier drin? Probieren wir mal, wie ein Steinpfeiler aussieht. Ansonsten mache ich halt einen Holzpfeiler. Ja, passt nicht so wirklich zu einer Holztreppe, oder? Dann gehen wir wieder weg. Auch weg. Und dann machen wir einen aus Holz. Ein kleinen, zwei kleine. Ja, das passt glaube ich schon eher. Oh. Ja, das ist der große, den wollte ich eigentlich nicht. Obwohl, der kann dahin. Ja. Das ist jetzt eine stabile Treppe. Da kann sogar ein Dino hochgehen. Ne.
Ja, doch, gefällt mir. Und hier drüben kommt dann, wie gesagt, der Garten hin. Den werden wir aus Glas bauen, denke ich. Also so ein Treibhausmäßig. Ja. Das wird cool. Jetzt habe ich mal alles für den Bau des Gewächshauses vorbereitet. Und das baue ich jetzt mal in Hyperspeed für euch auf. So, alles in allem ist es jetzt fertig. Dieser tolle Wasserturm hier bewässert jetzt hier unser ganzes Feld. Und ja, leider haben wir noch nicht so viel Dünger, darum kann man noch nicht allzu viel einpflanzen. Aber ich pflanze erstmal ein paar Narkobeeren. Da haben wir schon mal unsere eigene kleine Narkobeerenfarm. Und dann, ist ja noch erweiterbar. Na, wo ist der Dünger? Da. Ja, ah, hier sieht man schon, die fangen schon langsam an zu wachsen. Aber das dauert auch noch, bis die groß sind. Ja, leider habe ich im Moment nicht genug Material, um das Dach zuzumachen. Aber das kommt dann auch noch auf jeden Fall. Ja. Ja, Leute, wie soll ich sagen am besten? Diese Folge nimmt ein trauriges Ende. Ich wollte noch Metall sammeln gehen, um unser schönes Gewächshaus fertigzustellen. Und leider wurde dann unser brandneuer Vogel getötet. Von zwei Drachen. Von einem Feuer und einem Blitzwyvern. Ja. Rest in Peace, Kackvogel. Und ja, Leute, ich hoffe, die Folge hat euch trotzdem gefallen. Und wenn sie euch gefallen hat, dann lasst mir gerne ein Like da, kommentiert auch gerne unter meinem Video und abonniert mich auch gerne. Also dann, bis zum nächsten Mal. Ciao!